Absolut, alles dreht sich derzeit an den Märkten um das Thema Inflation und wie die Fed weiter agieren und reagieren wird. Das haben wir gestern gesehen, als die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter besser reinkamen. Das hat den Märkten überhaupt nicht geschmeckt, denn Good News sind Bad News. Also hat man sich gesagt, wird die Fed dann doch aufgrund der hohen Inflation weiter die Zinsen anheben, ging es also mit den Aktienmärkten erstmal runter. Dann kamen aber Daten, Dallas Fed Manufacturing Index, die waren sehr schlecht und vor allem aus dem Juni, im Gegensatz zu den Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter, die aus dem Mai waren. Und es ging wieder ein bisschen nach oben. Es ist so ein Hin und Her. Die Märkte wissen schlichtweg nicht, ja, wie wird es denn mit der Inflation werden? Man wartet also auf die Zahlen, die da kommen werden. Und in Sachen Inflation ist natürlich auch Öl ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das wird politisch immer wichtiger jetzt in den USA, denn die Amerikaner haben ein kleines Ölproblem und müssen jetzt sich umgucken, wie sie an Öl kommen. Das ist ein sehr, sehr brisantes Thema, das jetzt die politische Agenda bestimmen wird, das natürlich auch auf dem G7-Gipfel schon eine Rolle spielt mit den angedachten Preisdeckeln für Gas und Öl, ob man das durchkriegen wird. Und ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber schauen wir uns die Gemengelage an den Märkten derzeit mal an. Da haben wir zunächst mal eine hochinteressante Grafik und Statistik, die zeigt, ja, wann hat eigentlich die Fed angefangen oder ab welchen Inflationsniveaus beginnt normalerweise die Fed die Zinsen anzuheben und wann beginnt sie die Zinsen wieder zu senken. Und siehe da, normalerweise beginnt die Fed die Zinsen anzuheben, wenn die Inflation bei 2,5% ist. Das große Problem, das wir alle und die Märkte vor allem jetzt haben, ist ja, dass die Fed erst begonnen hat, die Zinsen anzuheben, als die Inflation bei 8,5% war. Also statt 2,5% wie im Durchschnitt 8,5%, und damit ist die Fed so weit hinter der Kurve. Deswegen muss sie möglichst schnell die Zinsen nach oben bringen, um sie dann möglicherweise auch wieder senken zu können, wenn eine Rezession der Fall ist. Und interessant auch, wann beginnt die Fed durchschnittlich die Zinsen wieder zu senken, wenn nachdem sie die vorher angehoben hat, bei 4,4%. Was wiederum zeigt, dass die Fed natürlich dann auf den Trend achtet und wenn sie sieht, der Trend der Inflation geht deutlich nach unten, dann können wir die Zinsen auch wieder senken. Genau das hat ja Jerome Powell kürzlich gesagt auf der Pressekonferenz. Wir brauchen mehrere Monate hintereinander, dass wir sehen, dass die Inflation nach unten kommt, damit wir von unserem Zinsanhebungszyklus wegkommen, damit wir von der Straffungspolitik wegkommen. Und das ist jetzt diese Hängepartie, in der die Märkte sind. Wir wissen nicht, wie schaut es mit der Inflation aus. Dementsprechend wird es ein Hin und Her an den Märkten werden, mit kurzfristig vielleicht sogar positiver Tendenz dazu gleich mehr. Jedenfalls gibt es einen Zusammenhang zwischen Fed-Bilanz und Inflation, dass jetzt die Bilanzsumme der Fed vor allem mit den exzessiven Liquiditätsmaßnahmen seit dem Corona-Crash auch die Inflation mit nach oben gegangen ist, ist evident. Also versucht die Fed die Bilanzsumme zu straffen und damit auch die Inflation nach unten zu kriegen, gestern jedenfalls. Aber sind die Zinserwartungen wieder gestiegen, zunächst mal nach eben diesen Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter. Man hangelt sich jetzt also von Konjunkturdatum zu Konjunkturdatum, alles wird abgeklopft, am wichtigsten natürlich die Inflationsdaten selbst, aber auch andere Daten werden immer im Hinblick jetzt auf diese Inflation gesehen. Und es gibt gute Argumente zu sagen, naja, schaut euch doch mal bestimmte Märkte an, vielleicht wird die Inflation nicht dauerhaft himmelhoch bleiben, wie sie derzeit ist. Michael Antonelli etwa zeigt das, ja, wenn du immer noch in dem Lager bist, Inflation ist außer Kontrolle, dann schau dir mal die 5-Year-Break-Even-Rate an, also praktisch die Inflationserwartungen, die an den Märkten bepreist werden, war im März noch bei 3,5, ist jetzt nur noch bei 2,82%, also die Inflationserwartungen sind gesunken. Wir haben gesehen, dass die Metalle, die Industriemetalle deutlich gesunken sind, dass auch Commodities, also Rohstoffe wie Kupfer, wie Cotton deutlich gefallen sind. Und wir sehen auch, dass die Fed Fund Futures inzwischen Zinssenkungen in 2023 einpreisen. Also viele Märkte sagen offenkundig, naja, das mit der Inflation, das wird nicht ewig dauern, das wird irgendwann auch vorbei sein, eben weil die Wirtschaft sich abschwächt und die spielen eben diese Abschwächung. Und wir sehen auf der anderen Seite,
hat die Fed nicht nur das Inflationsproblem, sondern sie hat auch ein Problem mit den US-Staatsanleihen, wenn sie ihr Quantitative Tightening betreibt, also wenn sie die Bilanzsumme reduziert, was sie ja tun will. Hier haben wir gestern die Auktion einer 5-jährigen US-Staatsanleihe gesehen mit miserabler Nachfrage durch die sogenannten Indirect, das sind die Ausländer, also ausländische Käufer von US-Staatsanleihen. Normal ist die Quote so zwischen 65% und 70%, dass Ausländer also diese Anleihen kaufen. Gestern waren wir unter 60%, miserable Nachfrage, das hat die Renditen dann zunächst mal wieder nach oben gebracht und bedeutet, wenn die Fed als großer, jahrelang großer Käufer dieser US-Staatsanleihen ausfällt, wer soll sie dann kaufen? Dementsprechend hätten die USA ein richtiges Problem, wenn sozusagen jetzt der größte Käufer wegfällt und dann die anderen auch noch streiken, so wie das gestern der Fall war, dann würde man sich vielleicht überlegen, dass man dieses Quantitative Tightening vielleicht dann doch irgendwann wieder einstellen muss. Jetzt kommen wir zum anderen Thema, das mit Inflation aber durchaus eng verbunden ist, nämlich dem Thema Öl. Hier jetzt die Meldung, dass die Ölreserven der Amerikaner auf 6,9 Millionen Barrel gefallen sind. Das ist der niedrigste Stand seit 1986, weil US-Präsident Biden ja die strategischen Ölreserven teilweise freigegeben hat. Den Preis hat es nicht wirklich nach unten gebracht, aber die Reserven hat es nach unten gebracht. Und jetzt wird die Kritik an US-Präsident Biden immer lauter. Hier sehen wir mal die verschiedenen fossilen Energieträger oder Oil Barrel Equivalents, wie die Amerikaner sagen. Wir haben Erdgas in der Eurozone, da sehen Sie mal, wie, oder in der EU, wie krass das nach oben gegangen ist. Dagegen ist in den USA Natural Gas, also Erdgas, gefallen. Crude ist so bei 110, 112. Derzeit war schon ein Stück höher, hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Jetzt hat Macron mit den Saudis telefoniert und gesagt, ja, also weder die Saudis noch die Vereinigten Arabischen Emirate können wirklich nachhaltig und deutlich ihren Ölausstoß deutlich anheben. Die G7 versuchen ja, die Russen zu umgehen, praktisch kein russisches Öl mehr zu kaufen, um möglicherweise eben dann arabisches Öl dafür zu kaufen. Aber die Araber können auch nicht viel mehr und jetzt sehen wir hier zum Beispiel solche Karikaturen. Präsident Biden ist schwer in der Kritik, denn er hat ja mehr oder weniger versucht, die fossile Energiewirtschaft in den USA mit seinem Amtsantritt zu zerschießen, Pipelines nicht genehmigt, wollte das Fracking unterbinden, hat sich also sehr stark gegen diese fossilen Energieträger damals ausgesprochen und stark gemacht, die Sachen nicht genehmigt, die Sachen verboten etc. etc. Jetzt haben die Amerikaner langsam auch ein Problem und jetzt will er nach Saudi-Arabien, um Öl zu betteln, wie diese Karikatur zeigt. Jetzt sagen die Saudis aber nicht, lass mal. Und hier sehen wir nochmal einen interessanten Überblick. Wer kauft denn jetzt derzeit noch von Russland fossile Energieträger, also Öl und Gas? Crude Oil, da sind die Chinesen sehr, sehr weit vorne. Wir sehen die Deutschen an zweiter Stelle. Die kaufen aber vorwiegend Gas, weniger Öl. Wenn wir jetzt zum Beispiel kein russisches Öl mehr kaufen würden, hätten wir relativ wenig Probleme, aber ohne russisches Gas haben wir Probleme. Deswegen ja so eine gewisse Nervosität in der Regierung. Dann kommt schon Italien, dann kommt Niederlande und Türkei. Also das sind diejenigen, die nach wie vor bei den Russen einkaufen. Kommen wir jetzt mal zu the markets, zu den Märkten. Hier sehen Sie Mike Wilson, das ist einer der bärischsten Analysten, Chefanalyst von Morgan Stanley. Selbst der sagt, ja, also wir könnten jetzt einen Rebound sehen beim S&P 500, eine Erholung sehen auf 4100 Punkte. Das wären fast 200 Punkte vom aktuellen Stand. Ein Dead Cat Bounce sieht er darin, aber das wären wichtige Fibonacci-Levels, die da angelaufen werden würden. Wir haben ja praktisch das Niveau erreicht aus dem November 2020, als diese Impfmeldung gekommen war beim S&P 500. Ziemlich genau dieses Niveau. Davon sind wir jetzt erstmal abgeprallt, von Unterstützungen abgeprallt. Und auf der anderen Seite, ich hatte das mehrfach schon gesagt, Positionierung von Vermögensverwaltern extrem niedrig, selten so niedrig gewesen. Wir sehen, dass Hedgefonds jetzt short gegangen waren. Da besteht also das Potenzial für einen massiven Short-Squeeze.
und saisonal kommen wir jetzt in eine extrem günstige Zeit. Ende Juni bis Mitte Juli ist wirklich mit die beste Periode des ganzen Jahres normalerweise. Und wenn wir jetzt 1 und 1 zusammenzählen und sehen, wow, da stehen Hedgefonds short, Potenzial für eine Short Squeeze, Stimmung extrem bärisch unter den Privatinvestoren. Im Grunde so bärisch wie seit den 1990er Jahren nicht mehr und also wenig Liebe jetzt zu den Märkten, dann sehen wir zumindest das Potenzial für einen Bounce, nicht für eine neue Bullenmarkt-Situation, aber für einen Bounce, für eine Gegenbewegung nach oben. Und das würde mich zumindest nicht überraschen. In der letzten Woche haben wir es ja schon gesehen, als die US-Indizes, vor allem der S&P 500, über 6% gestiegen waren. Wir sehen hier die allermeisten Wochen, das ist oben im Chart die Wochenperformance des S&P 500, die meisten Wochen sind negativ. Aber wenn mal was Positives kommt, dann macht es gleich Booms. Typisch für Bärenmärkte. Jetzt könnte es auch sein, dass institutionelle Investoren, wenn was nach oben kommt, Angst haben, die Rallye zu verpassen. Denn du darfst nicht eine Rallye verpassen, so das Mantra von Vermögensverwaltern, wenn du einen Crash mitmachst, kannst du nichts dafür. Wenn du eine Rallye verpasst, bist du ein Idiot. Gestern hatten wir schon Nike Earnings. Naja, Revenue, Umsatz ein Ticken besser, aber Earnings per Share schwächer, also Gewinn pro Aktie, Marge schwächer. Schwächeres Greater China Geschäft, also deutlich die Abkühlung in China. Das wird dann auch für die US-Konzerne teilweise ein echtes Thema, dass die Zahlen aus China wirklich schwächeln. Etwa für Apple dürfte das wichtig sein. Aber man wird nochmal Aktien zurückkaufen im Volumen von 18 Milliarden Dollar. So typisch, was hier passiert, wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, dann wäre das sozusagen das Erreichen des jetzt neu etablierten Aufwärtstrendkanals, würde dann ein Gap mehr oder weniger schließen, wie wir hier in diesem Chart sehen. Also wir würden dann komplett oben an diesem im kurzen Zeitfenster aufgerichteten Trendkanal landen. Da muss vieles gut gehen, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, vor allem wenn dieser Short Squeeze, den wir derzeit sehen, weitergeht. Ich hatte gestern eine Grafik gezeigt, die klar macht, dass die am meisten geschorteten Aktien sich auch am besten entwickelt haben jetzt in der letzten Woche. Aber wir haben jetzt konjunkturellen Gegenwind. Das wird auch Gegenwind dann in Sachen Unternehmensergebnisse bringen. Schauen wir uns etwa gestern mal den Dallas Fed Manufacturing Index an. Das einzige Datum, das jetzt aus dem Juni schon war, anstehenden Hausverkäufe und langlebige Wirtschaftsgüter, die Aufträge, das waren alles alte Daten im Grunde aus dem Mai. Der Dallas Manufacturing Index war aus dem Juni, da hatten wir schon ganz miserable Einkaufsmanager-Indizes gesehen aus den USA. Also der Absturz der Wirtschaft ist im Juni passiert, nicht davor. Dementsprechend ist die Frage, was wird das mit den Inflationszahlen auch aus dem Juni machen, die wir dann im Juli bekommen. Aber hier sehen wir mal neue Orders minus 7,3, Outlook minus 20,2, sogar die Löhne sind gefallen. Also das zeigt, dass hier deutlich etwas nach unten geht und das dürfte auch die Inflation nach unten bringen. Perspektivisch allerdings wird es vor allem den Hausmarkt treffen. Hier sehen wir mal das Verhältnis House Price to Rent Ratio, also Verhältnis kaufen, ein Haus zu kaufen und schlichtweg Miete zu bezahlen, dann ist es so ungünstig wie noch nie eigentlich ein Haus zu kaufen, weil eben die Hauspreise so massiv gestiegen waren. Das ist neben den Junkbonds die Achillesferse der Amerikaners. Schauen wir uns jetzt mal andere Achillesfersen an, dann kommen wir auf Kuruta, den Japaner, der jetzt es geschafft hat, dass die Bank of Japan mehr als 50% aller japanischen Staatsanleihen in ihrem Depot hat. Also da wird praktisch die Notenbank zum riesigen Käufer von Staatsanleihen. Wir sehen allein diesen Spike jetzt in der letzten Woche. Die Japaner betreiben ja eine Yield Curve Control, wollen also, dass die Renditen für Anleihen nicht ein bestimmtes Niveau überschreiten. Wenn das passiert oder zu drohen passiert, dann kaufen sie Anleihen, um die Renditen wieder nach unten zu drücken. Und hier sehen wir mal, was da gekauft wurde. Die Japaner spielen ein gefährliches Spiel. Viele Hedgefonds wetten darauf. Das wird noch ein sehr interessanter Wettkampf zwischen der Bank of Japan und den Spekulanten, die auf ein Scheitern der Bank of Japan wetten. Die zweite Feldbank, Central Bank, die wir hier sehen, also die zweite gescheiterte Notenbank, das ist unsere liebe EZB.
Die macht keine Yield Curve Control, sondern eine Spread Control. Will also verhindern, dass die Renditen für südländische Eurozonenanleihen zu stark steigen in Relation zu deutschen. Also will man dann eben südländische Anleihen kaufen, wie italienische, spanische, portugiesische etc. Jetzt hat man aber dann oder hätte man dann das Problem, das würde ja wieder Liquidität ins System spülen. Also hat man jetzt eine neue Idee entwickelt, wie man das verhindern kann. Man würde dann wieder diese Dinge sterilisieren, wie das im Notenbankersprech heißt, heißt nichts anderes, als dass zum Beispiel die Banken dann Liquidität bei der Notenbank parken, dafür Zinsen bekommen und damit sozusagen Liquidität aus dem System gesaugt wird. Das scheint jetzt der neue großartige Plan der EZB zu sein. Und wenn wir nach Deutschland kommen, dann sehen wir hier GfK, Konsumentenvertrauen, neues Allzeittief mit minus 27,4. Den Index gibt es seit 1991. So tief war es noch nie. Wir sind tiefer als während des Corona-Crashs. Und man sieht das größte Risiko darin, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Und die Einkommenserwartungen, also wie man sein zukünftiges Einkommen einschätzt, fällt auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Auch das ist eine interessante Tatsache. Jetzt schauen wir uns mal das an. Das ist der Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt. Ich bringe ja viele Tweets, vor allem die Sie hier sehen. Vieles davon landet im Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt. Deswegen kann ich das nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wenn Sie diese Grafiken sich nachher nach meinem Video eben vielleicht nochmal anschauen wollen, @Finanzmarktwelt ist das Kennzeichen. Wenn Sie das auf Google eingeben, dann müssten Sie eigentlich direkt auf den Twitter-Kanal kommen. Wenn Sie das abonnieren, dann würden Sie praktisch mehr oder weniger fast alle diese Grafiken jetzt auch wirklich vorrätig haben, die ich hier in diesem Video bringe. Hier unten sieht man zum Beispiel, wie Nancy Pelosi, die Demokratin, ein Kind einer republikanischen Abgeordneten so mit dem Ellbogen weg drückte, damit sie selbst besser im Bild ist und nicht das Kind. Auch das ganz großartig. Und abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Eben das große Thema Aktienmärkte und Inflation. Haben wir bereits Peak Inflation gesehen, die Aktienmärkte hin und her wegen diesem Thema. Großartige Grafiken und Statistiken dazu, was jetzt zu erwarten ist. Oberer Artikel und unterer Artikel Preise für Rohstoffe. Im freien Fall, Rezessionsängste sorgen für Einbruch. Ich persönlich, wissen Sie vielleicht, bin im Camp, Commodities sind on sale, irgendwann eher ein Kauf, aber das muss jeder selbst beurteilen. Also zwei Artikel, die ich empfehle, plus den Twitter-Kanal und ansonsten gerne alles teilen, was von Finanzmarktwelt kommt. Auch meine Videos. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.